So, weiter geht's hier bei der 4x-Beziehung mit eurem Krabbe und zum inzwischen 33. Mal South Park's The Stick of Truth. Und heute habe ich vor, ein paar Zuschauerwünsche zu erfüllen, wenn das zeitlich denn hinhaut. Und schauen wir uns doch mal den ersten Zuschauerwunsch an. Verstoß verursacht, im Gegensatz zu anderen Mitgliedern von 4x-Beziehung. Und das soll, wenn möglich, auch lange so bleiben. Okay, und darum kümmern wir uns jetzt. Dann wollen wir doch mal zum Schweinebärmann. Doch bevor wir da hingehen, wenn wir den schon bekämpfen, dann auch mit der Waffe, die dafür vorgesehen ist, auch wenn die schlechter ist, aber so ein bisschen müssen wir uns ja an die Story halten. Auch wenn ich das Schwert vermissen werde für den Kampf. Behalten wir, glaube ich, packen wir das in die Waffe gegen den Schweinebärmann. Genau, die Schweinebärmann-Keule. Diese Waffe hilft, die Klimaerwärmung zu verhindern. Dieser Gegenstand ist total Ernte. Ja. Und die Waffe benutzen wir dafür. Wenn schon, denn schon. Jo, und den Rest, den behalten wir so. Der Typ, der wird jetzt richtig geswattet. Der Schweinebärmann. Jo. Halt die Fresse. Du hast nichts gesehen, ja? Schweinebärmann befindet sich bei der Kirche, oder? Oder wo war das? Oder beim Rathaus? Ich glaube beim Rathaus, ne? Gucken wir doch mal in die Quest. Ups. Huch. Oh. Das ist ja interessant. Da habe ich, glaube ich, auch noch nicht drauf geklickt. Naja, immer mal was Neues. Besiege Schweinebärmann. Okay, bei der Kirche, genau. Da können wir mit Timmy hin. Und wir sind jetzt gerade. Da, oder können wir da sogar zu Fuß schnell genug hin? Nee, da fahren wir hin. Das geht wesentlich schneller. Ja, halt die Fresse, wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen jetzt schnell. Glück gehabt. So, da wollen wir hin. Dann mal schauen. Oh. Ja, supi. Dann. Ernsthaft, der Schweinebärmann ist Elgor verkleidet. Ich hätte jetzt irgendwie was anderes erwartet, naja. Dann habe ich mich total vertan. Naja, was soll's. Batas. Ja, ich glaube, du bist der Richtige dafür. Ach, verdammt. Auch nicht? Ey, Arschloch. Ja. Dann die Schweinebärmann-Keule. 650, um Gottes Willen. Gegenstände. Dann nehmen wir doch erstmal einen Tempotrank Ultra. Und als nächstes Fähigkeit die ägyptischen Plagen. Jo. Was hast du davon, du Arschloch? So, der Batarang. Wollen wir den auch noch einsetzen? Auch wenn er schon brennt? Hm? Nee, erstmal mit der Keule. Okay, die Keule macht nicht gerade viel Schaden. Was soll's, Atas, du könntest auch einen trinken.
Und Fähigkeiten. Erstmal Professor Chaos. Und ah. Chaosmantel. Hui, cool. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Angriff ist die beste Verteidigung. Einiger Bonusschaden. Hey, Glück gehabt. Dann die Keule bringt also nicht viel. Vielleicht den Bett-Dadarang mal einsetzen. Oder nochmal die Plagen. Erstmal trinken wir jetzt einen kleinen Tempotrank. Und dann setzen wir jetzt mal den Bett-Dadarang ein. Jo, schön. Und gleich nochmal. Zweifache Blutung, du Arschloch. Uiuiui. Jetzt blutet Butters aber auch dreifach. Das gefällt mir gar nicht. Dagegen muss Butters was tun. Weg mit den negativen Statuseffekten. Begleiter tauschen könnten wir jetzt auch mal machen. Vielleicht mal Jimmy. Komm, Jimmy. Jo, mir geht's gut. Power-Akkord. Oder was? Das Feinde schwächt, aber die Gruppe stärkt. Das wäre natürlich auch was. Der braune Ton, das verkacken wir doch bestimmt wieder, oder? Wobei, das hätte mal was. Komm, der braune Ton. Drücke wiederholt A, okay? Um Gottes Willen, das sieht ja aus. Ach, wie cool. Ja, appetitlich. Es wird Zeit für mehr Blutungen, meine Freunde. Tempotrank. Dreifache Blutung. Geht auch eine vierfache? Wir werden es herausfinden. Es geht auch eine vierfache. Tja, nichts da. Das hat gesessen. Fähigkeiten. Oh, schade, hat keine mehr übrig. Ups, da wollte ich nicht hin. Der Power-Akkord. Ja, wollen wir das mal machen? Das war das mit den ganzen Buchstaben, ne? Was wir dann jetzt total verkacken werden. Ach, scheiß drauf. Oh, doch nicht. So. Begleiter tauschen, weil es so viel Spaß macht. Jetzt ist Stan dran. You guys been great. Fresh meat for my trusty wolf companion. Und wir sorgen wieder für Blutung, meine Freunde. Der Dadarang. Fünffach Blutung. Und der Dadarang. Okay, fünffach ist das Maximum. Ein Helm, toll. Ja, mach du mal. Das wird ja auch nichts mehr bringen. Und tschüss. Level 11 und Schweinebärmann besiegt und Aufwertung verfügbar. Meine Fresse, das ist ja hier Schweinebärmann-Klaue. Hui, cool. Level 11. Purpurnes Herz. Gucken wir uns auch gleich an. Müssen wir alles denken. So, das hätten wir. Versager, ey. Was ein scheiß Versager. So, Leute. Erstmal... Upsala. Total durcheinander gegangen. Die perfekte Angriffe treffen das Ziel und den Feind dahinter.
Okay, fügt bei perfekten Angriffen 20% Schaden dazu. Nehmen wir die mal? Ich würde sagen, ja. Dann können wir zwar nicht mehr beides einsetzen, aber was soll's. Schade eigentlich. Ich hab das Schwert gemocht. Aber es wird mal Zeit für eine neue Waffe. Upsala. 80 fester Schaden oder. Oder war das auch bei perfekten Angriffen? Also, das war blutenden Zielen. 50 TP, so oder so. Und das andere war 80 bei perfekten oder bei. Verstärkt jeden Angriff mit Waffen um 80 Schaden, also jeden. Okay. Nehmen wir das. Oder? Ja, wenn die 50 jetzt sicher sind, dann ist das ja auf jeden Fall besser. Ist jetzt die Frage, ob er dabei dann die Rüstung beachtet, werden wir herausfinden. Genug davon. Dann wollten wir uns aber auch noch das eine ansehen, was wir nicht benutzen können, weil wir noch nicht Stufe 14 sind. Das ist dann wahrscheinlich für die Rüstung. Ja, das ist für die Rüstung. Da nicht, aber da. Das wird dann wohl das sein. Du erhältst zusätzlich 250 TP, wenn du geheilt wirst. Purpurnes Herzabzeichen. Ach, wie cool. Finde ich gut. Dann hätten wir das. Vielleicht sollten wir gar nicht mehr so auf die Schadensdinger gehen, sondern irgendwie mehr auf Effektsachen oder Abwehrsachen. Keine Ahnung. Kümmern wir uns ein anderes Mal drum. Aufwertung verfügbar. So. Wirbelndes Verhängnis. Sünder müssen sich in Acht nehmen. Deine Plagen bewirken nun mehr Schaden. Ja, nehmen wir das auf jeden Fall. Die Plagen, die haben uns jetzt so sehr geholfen. Ja, da hätten wir jetzt alles kontrolliert. Hui. Die Klaue. Friss die Klaue, du blöde Kuh. So, und jetzt zum zweiten Zuschauerwunsch. Eigentlich müsste ich ja. Ich glaube, ich bekomme jetzt Besuch und breche das Video einfach ab. Da habe ich euch ja ganz schön verarscht. Aber so einer bin ich ja nicht, dass ich einfach Sachen so kurz vor knapp absage oder unterbreche, abbreche, was auch immer. Okay. Und weil das die Polizeiwache ja direkt hier neben ist, ist das ja ein Katzensprung entfernt. Hier sind auch wieder Zombies. Och nö, eine Zombie-Katze. Och nö. Was soll der Scheiß? Hey, wir haben gerade erst 12 Minuten rum. Das könnt ihr ja richtig erinnern. Na, was Look, geht? I got Nazi zombies to deal with. Most of my men are dead and the mayor's breathing down my neck. Whatever you want, it'll have to wait. Hey, wait, you look pretty tough. How would you like to see what it's like to be a real police officer, huh? Kill some bad guys? Okay, kid. All you gotta do is kill a bunch of Nazi zombies and bring me the rings off their fat German sausage fingers. You get enough rings, I'll see about getting you an honorary job on the force. Gerne. So, das wird wohl die Quest sein, I like a kid who lets his auf actions die wir speak for hingewiesen him. worden sind. Jo, dann wird's jetzt Zeit, ein paar Nazi-Zombies zu plätten. 5 Stück. Da kann ich, so wie es aussieht, die x-beliebigen nehmen, die hier so spawnen. Jo. Legen wir mal los, ne? Da links waren ja schon welche. So, Freunde. Ach, verdammt. Jetzt verkacken wir es hier aber richtig. Na, wartet, ihr blöden Wichser.
Wie wär's? Lernt Jesus kennen. Tja. Ihr verdammten Bastarde. Habt ihr davon. Jetzt habt ihr den König der Zombies kennengelernt. Er hat euch platt gemacht. Und jetzt wollen wir den Begleiter wechseln. Genau, das wollten wir machen. Begleitergruppe, genau. So. Wieder auf Butters. Der sollte uns mit seinem heiligen Bonusschaden ganz nützlich sein gegen die Zombies. Mach dich nützlich. Steh nicht nur rum. So. Hier sind doch bestimmt auch wieder Zombies, ne? Nicht? Okay. Wir kennen ja noch die eine Stelle, da waren auf jeden Fall Zombies. Wir könnten auch systematisch vorgehen, aber... Warum sollten wir? Ja, und du könntest dich auch mal nützlich machen. Ach, da oben. Ja, dann. Oh je. Ob das hinhaut? Ach, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, das haut auch gar nicht hin, ne? Oh doch, das hat geklappt. So, Freunde. Seid ihr es überhaupt wert, dass ich... ...einen Trank einsetze? Ein Stärketrank setzen wir jetzt mal. Davon haben wir nämlich so viele. Weil den hätten wir auch Butters gehen können, weil wir selbst sollten erstmal den Bettdadarang benutzen. Da lösen wir das Kätzchen. Schön, schön. So, Fähigkeiten. Nehmen wir das oder nehmen wir den Hammer der Gerechtigkeit? Nehmen wir den Hammer der Gerechtigkeit. Das war das Kätzchen. Oh, es ist angepisst. Bordsteinkick, ja klasse. So, das Kätzchen ist erlöst. Jetzt wird die Klaue eingesetzt. Und tschüss. Die Klaue gefällt mir. So, Nummer 2 hatten wir auch. Ja, scheiß Elfe, hast du davon? Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, nicht wahr? Naja. Können wir hier wieder runter? Ja, hast du davon? So, weiter rechts müsste dann ja Nummer 3 sein. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Oder hier waren, genau, da sind auch noch welche. Oder jetzt nicht mehr. Das ist etwas doof. Dann gehen wir mal hier oben her. Da werden wir bestimmt auch welche finden. Wird natürlich jetzt systematisch von oben nach unten gehen können. Oder von unten nach oben. Anstatt so wild zwischen den Gebieten hin und her. Aber was soll's. Wir kriegen das schon hin. Nicht wahr, Butters? Da ist wieder einer. Perfekt. Die Katze ist in Ordnung. Da hätten wir jetzt fast einen Fehler gemacht. Ha! Hast kassiert. Ach, du bist ja ganz alleine. Das ist ja niedlich. Da muss ich ja fast gar nichts für einsetzen. Wobei, den Stärketrank bekommt der Butters. Oh, Freundchen. Und dich lasse ich jetzt mal bluten.
Und Butters. Komm, Hammer der Gerechtigkeit. Tja, kassiert. Aua. Und tschüss. Der Ring Nummer 3. Jetzt brauchen wir noch 2. Hey, halt die Fresse. Dann... Oh, haben wir hier was, was wir mitnehmen können? Natürlich nicht. Hey Jimbo, was geht? Hast du nicht eine super Waffe gegen Zombies? Wobei, unsere Waffe ist ja nicht schlecht, aber... Ups. Leute, wir brauchen noch 3 Level, dann können wir das Super Katana benutzen. Ich freue mich richtig. Das wird so toll. So. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Furzen, nicht wahr? Ach, das mit dem Furzen, das ist echt so eine Sache. Ja, geht doch. Ach nee, wobei. Ich glaube nicht, dass wir da Zombies treffen. Nehmen wir mal wieder den Quietscher. Und schießen. Gehen wir auf Nummer sicher. Die haben zwar auch nochmal was gibt. Ja, Butters. Das ist eine gesunde Einstellung. Jetzt haben wir natürlich Butters nichts gegeben. Wir sind auch gemein. Und komm, wir setzen mal wieder den Hammer der Stürmer ein. Hammer der Stürmer. Ups. Nicht gerade perfekt, aber was soll's. Ach nö, Butters. Dafür kassierst du jetzt aber. Und tschüss. Na, gibt es noch einen Ring oder müssen wir tatsächlich einmal jeden... Ja, das gibt auch noch mal einen. Perfekt. Da müssen wir gar nicht alle möglichen Standorte aufsuchen, sondern wir können einfach auch noch mal zu der gleichen Stelle gehen. Das gefällt mir. Wäre nämlich echt gemein gewesen, wenn es jetzt nur 5 Standorte gegeben hätte. Und wir die hätten suchen müssen. Ja, dann sollten wir es ja gleich haben. Und da sind sie wieder. Ach, kann man natürlich auch nicht wegschlagen. Ha, kassiert. Och, wie niedlich. Nein, kein Tempotrank. Ups. Sondern Stärketrank. Lass es dir schmecken. Und wir setzen jetzt wieder unseren schönen Bettdaderang ein. Schön. Und Butters, wie wär's denn mal mit einem normalen Angriff? Oh, auf den da. Lass mir den Butters in Ruhe. Dann wird's Zeit für die Keule. Oh, weggefegt. Das war der 5. Ring. Halt die Fresse. Dann können wir jetzt zum Sergeant zurück. Perfekt. Nehmen wir ein bisschen Geld mit. Kann man nie genug von haben. Ja,
Jetzt haben wir deine Arbeit erledigt. Und gleich haben wir's. Kätzchen. Ich glaube, mit dem Timmy Express wäre das schneller gegangen. Ach, jetzt sind da auch Zombies, ja. Vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen an den leveln in der nächsten Ausgabe. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ich will ja unbedingt noch Level 14 erreichen. Für das Super Katana. So, wie geht's? That's a nice collection of Nazi rings you got there. Well done, Junior Detective. Juhu, wir haben einen neuen Freund. Keep up the good work, Detective. You put my other guys to shame, especially the dead ones. Das glaube ich gerne. Not now, kid. I'm on a case. Ja, natürlich. Kümmere dich mal lieber um die Zombies. Er hat nichts zu sagen. Der auch nicht. Na, ob hier auch Zombies sind. Come on a quieter day. I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Me neither. That's why they won't let me out. Nö. Der Rest hat uns hier mal nichts zu sagen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, war das ein guter Abschluss für diese Episode. Die beiden Zuschauerwünsche erfüllt. Mal gucken, was wir dann in der nächsten Episode machen. Ob wir dann noch ein bisschen Zombies klatschen und zumindest noch auf Level 12 vielleicht. Wie viel brauchen wir dafür denn? Du hast einen neuen Freund hier. Okay, 5490 haben wir, 6050 brauchen wir. Ich habe jetzt natürlich nie aufgepasst, wie viel wir für einen Trupp bekommen an Gegnern. Naja, werden wir in der nächsten Ausgabe herausfinden. Und vielleicht leveln wir dann noch auf 12 und machen dann mit der Story weiter. Schauen wir mal. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. Also Leute, macht's gut.